Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Ja, ich bin hier wieder zurück in meinen Heimatstall und ich habe mein Outfit und mein Pferd gewechselt. Total witzig. Ich habe ein paar Rennen gemacht hier mit Roxol und dann dachte ich, komm, ich ziehe mich mal passend dazu an. Guck mal, was ich da noch im Kleiderschrank habe. Ich habe überhaupt gar nichts dazu gekauft. Das waren alles die Sachen, die ich noch da hatte. Und ich muss sagen, ich finde das extrem cool. Mir gefällt das Outfit richtig, richtig gut dazu. Und es sieht lässig aus und ja, mir gefällt es. Mir gefällt es richtig gut, muss ich sagen. Da macht mir das gleich doppelt so viel Spaß, auf meinen Shire zu reiten. Sieht echt schön aus. Deswegen werden wir jetzt auch heute mit Roxol eine Quest beim Südhof weitermachen. Denn da gibt es ja auch neue Pferde. Und die wollen wir uns mal anschauen. Ich weiß zwar nicht genau... Mal gucken, da müssen wir erstmal hin. Ich weiß zwar nicht genau, ob wir die jetzt tatsächlich schon sehen können oder ob die erst nach einer bestimmten Quest sind, weil man muss da ja irgendwie ein bisschen Ruf sammeln, damit man die Pferde kaufen kann. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, ob man die dort sieht oder ob sie erst auch richtig zu sehen sind, wenn man diese Quest da mit diesem komischen alten Mann oder irgendwie sowas soll da ja sein. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Und die Ponys, die es dann zu kaufen gibt. Ich glaube, das hier. War das schon eins? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann die Ponys immer nicht so auseinanderhalten. Aber die Ponys, die ich da schon gesehen habe auf dem Foto, die sehen wirklich hübsch aus. Also wirklich richtig schöne Ponys. Da war ich auch tatsächlich schon am Überlegen, ob ich mir nochmal einen Pony zulege. Obwohl ich Pony eigentlich eher selten bis gar nicht reite. Sondern die eigentlich nur als Deko habe. Ne, Moonrain habe ich auch nur als Deko da. Obwohl wir da tatsächlich mal ein bisschen leveln könnten und dann eine Pony-Championat mitmachen. Sollten, könnten, möchten. Südhof, ja. Da fahren wir mal hin, gucken uns das mal an. Oh, ich liebe dieses Bild hier. Ich weiß nicht warum, ich finde es extrem toll. Und Südhof, da hat sich jetzt auch noch ein bisschen was getan. Da bin ich jetzt auch gespannt, was sich da tut. Moment, ich muss mal gerade... So, jetzt geht's weiter. Ich habe nämlich gerade eine Nachricht auf dem Handy bekommen. Ganz schlimm von mir, dass ich da jetzt zwischendurch schauen muss. Tut mir auch echt total leid eigentlich. Ich hätte es auch rausschneiden können, dass ich mal kurz stehe, ne? Aber nein, ihr müsst alles mitbekommen. Das ist nur fair. So, wo gibt es denn jetzt... Warte mal, vielleicht sollten wir mal ganz kurz auf die Karte schauen. Ich kann ja gar nicht weiter scrollen, leider. Okay, ich kann nur die Quest machen, die wir wahrscheinlich schon angefangen haben. Dann machen wir das doch mal. Vielleicht ist ja jetzt auch hier ein Stall irgendwo. Das wäre natürlich super. Aber ich glaube nicht, hier ist ja noch nicht so wirklich viel irgendwie. Ich glaube nicht, dass hier noch ein Stall ist irgendwo. Also ein Stall zum Pferdekaufen, eigentlich. So, zu dir gehen wir nochmal. Ja, das hatten wir schon mal. Deswegen mache ich da einfach weiter. Sprich mit Jonas. Du bist doch Jonas. Hallo, Fischerboot. Ja, das kenne ich schon von dir. Das nehmen wir jetzt nochmal an, weil das letzte Mal hatte ich die nicht zu Ende gemacht. Suche auf den Hof nach Kisten für Jonas. Hatten wir das schon gemacht? Weiß gar nicht so genau. Aber du bist keine Kiste hier. Wer bist denn du? Ach, du bist doch die Kleine. Die kleine Madison. Hallo, Mandy. Klar weiß ich, wer du bist. Erinnerst du dich an mich? Du hast mir und meiner Familie geholfen, von der Sommerinsel zu kommen. Ich hatte Glück, dass du gekommen bist. Papa ist schon fast wahnsinnig geworden. Oh ja, die ist so süß. Du, ich habe ein super cooles Spiel auf der Gemo-Maschine. Hast du schon mal auf einer Gemo-Maschine gespielt? Nicht? Das ist das neueste Modell, was Spiele angeht. Eine Spiele-Emulatoren-Musikoptimierungsmaschine. Wow. Cooler Name, oder? Du kannst Musik hören, im Netz surfen und Spiele spielen. Man kann eine Menge damit machen. Boah, das will ich auch haben. Gib mir auch ein Gemo. Ich hatte den Gemo eben noch in meiner Tasche. Oh, aber natürlich, ich habe ihn auf der Farm vergessen, als Opa wollte mit dem Boot wegfahren und so. Kannst du mir den wiederbringen? Ja, natürlich. Auch das kann ich tun. Der muss ja auch denn hier irgendwo sein. Okay, ich glaube, die Kisten haben wir die. Ich glaube, die haben wir schon mal gesucht. Ach komm, gucken wir einfach alles mal nach. Was hier so glitzert. Warte mal, glitzert da was? Ich bin jetzt gerade überhaupt nicht sicher, ob da was glitzert. Das kann natürlich jetzt auch nur wieder... Nee, das war von mir wieder nur eine Halluzination.
Okay, dann drehen wir wieder mit meinem wunderschönen Outfit. Ist wahrscheinlich auch so ein Standard-Outfit, was man so bekommen kann, denke ich mal. Aber ich finde es irgendwie echt cool. Mir gefällt das so sehr. Mir muss ja auch mal was gefallen. Das andere Cowgirl-Outfit finde ich natürlich auch supi. Aber das passt halt nicht zu diesem bläulichen. Deswegen habe ich da mal kurzerhand gewechselt. Und ich finde, das war eine sehr gute Entscheidung. Da glitzert was. Da müssen wir auch nur so durchlaufen, ne? Ja. Nichts Interessantes gefunden. Hey, warum? Das sind doch lauter interessante Sachen. Halt, hier ist noch was. Stopp! Ja, da war noch was. Bitte einmal wenden. Bitte wenden Sie jetzt. Dankeschön. Mein kleiner Rocksoul hier ist auch noch nicht ganz so wendig. Habe ich gemerkt, als ich die paar Rennen gemacht habe, wo wir auch Level 4 gelevelt sind. Eigentlich schade, aber vielleicht wird das ja noch mit den Leveln und mit der Kleidung dann. Dafür ist ja eigentlich Kleidung und so da, dass man da ein bisschen das bessere Gespür bekommt. Jetzt laufen wir hier nochmal lang. Oh nein, der bleibt doch noch gleich stehen, wenn hier die ganzen Karotten zu sehen sind. Warte, da, da. Ich sehe was glitzern. Bitte einmal dort entlang. Hier, da glitzert doch was. Nichts Interessantes gefunden. Ist ja auch echt sehr flach, die Insel hier. Obwohl das für unser Soli hier ganz gut ist. Denn er mag Bergsteigen nicht so. Sehe ich immer wieder, dass der an irgendwelchen Kanten oder so hochsteigt. Wo ich mit anderen Pferden tatsächlich langkomme. Also ich habe zumindest so das Gefühl. Ich könnte mich auch täuschen. Aber ich fand das bis jetzt tatsächlich so. Mal ein bisschen langsamer, bitte. Warte mal. Da, da glitzert was. Ich glaube, da haben wir das letzte Mal auch schon was geholt, ne? Hier sind noch die Kisten. Genau, eine Kiste aufgehoben. Oh, da sind noch mehr Kisten. Entschuldigung, Mädels. Ich muss mal durch euch durchreiten. Zwei Kisten. Dann fehlen ja jetzt nur noch zwei und einmal irgend so ein Glitzergedöns für den Gemu. Gemu, das klingt irgendwie wie so eine Veranstaltung, ne? Da hinten glitzert das, ne? Gemu, tatsächlich. Oder Demo. Oder Expo. Komm. So, da ist die letzte Kiste zumindest schon mal. Nee, das haben wir das letzte Mal doch noch nicht gemacht mit den Kisten. Da hätte ich mich dran erinnert. Das war dann irgendwas anderes. Okay, jetzt müssen wir nur noch einmal das andere Glitzergedöns irgendwo hier vorne einsammeln. Gedöns ist auch irgendwie momentan eins meiner Lieblingswörter. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich das witzig. Kommt vielleicht, weil die bei mir auf Arbeit immer alle Gedöns sagen. Gib mir mal das Kleingedöns daher oder so. Hier muss es doch irgendwo glitzern. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Habe ich bei den... Habe ich hier irgendwas übersehen? Da, ach, da hinten. Okay, habe ich tatsächlich eben übersehen. Schön, damit haben wir zwei Quests auf einmal gemacht. Ganz toll. Ich glaube, wir sehen uns gleich auch nochmal ein bisschen auf der Insel um. Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Zack. Die sehen genauso aus wie meine Kisten. An die habe ich gedacht. Gute Arbeit. Dankeschön. Hättest du etwas gegeben, mir noch ein wenig weiterzuhelfen, Mandy? Wenn ich jetzt mit der Arbeit anfange, wird Six mir das Leben zur Hölle machen. Jede Wette, hilfst du mir? Das höre ich gerne. Tausend Dank. Wenn du die Kisten öffnen und da drüben aufstellen könntest, wäre ich sehr dankbar. Also, ich fasse das mal kurz zusammen immer. Ja, machen wir doch gleich. Ich muss nur noch mal kurz mit der kleinen Madison reden. Du hast ihn auch nicht gefunden? Na, oh, ich wollte dir so gerne mein super cooles neues Spiel zeigen. Aber schau mal, eine der Hennen hat meine Gemo-Maschine bei den Kopfhörern gepackt und mit sich gezogen. Du musst sie fangen. Auftrag, fange die Henne. Startet jetzt. Ja, okay. Ich lese das jetzt mal nicht alles ganz durch. Denn ich denke, ihr habt die Quest wahrscheinlich alle schon gemacht. Ich bin da ja immer so ein bisschen nachzüglermäßig. Na komm, hier muss eine Kiste hin. Oh, ich muss auch noch absteigen dafür. Das ist ja fies. So, jetzt aber.
bauen wir eine Kiste auf. Und mein Pferd ist immer noch mittendrin. Mittendrin statt nur dabei. Das ist Rock Souls Devise. Boah, das baue ich aber ganz schön schnell auf, sowas alles hier. Das sollte ich mal mit Zelten machen, wenn man Zelten geht. Zack, zack, und so schnell ist was aufgebaut. Das wäre doch mega cool. Aber leider geht sowas nicht. So, das noch einmal. Jetzt habe ich alle, gut. So, jetzt laufe ich aber erstmal zu den Typen hin. Bevor ich wieder irgendwas machen muss, wo ich sowieso wieder vom Pferd absteigen muss. Das ist fantastisch, Mandy. Dankeschön. Mir ist gerade etwas in den Sinn gekommen, Mandy. Ich denke nicht, dass ich den ganzen Tag hier sein werde zum Verkaufen. Ich soll ja auch noch verkaufen. Ich glaube, ich habe die Menschen hier in der Gegend herzlich Natur und so weiter Geld legen können, wenn sie was kaufen. Das wäre doch perfekt, findest du nicht, Mandy? Ich verliere die Kisten jeweils in den Läden. Stelle die Kisten für Jonas Laden auf. Da bekomme ich einen Sattel für. Dann mache ich das doch gerne. ja, wohin denn? Ach, wahrscheinlich. Ach so. Ja. Machen wir einmal alles bitte draufstellen. Ach, bauen. Wir bauen es wieder, natürlich. Wie sollte es auch sonst sein? Das muss alles gebaut werden. Gut, dass ich nicht wieder auf mein Pferd gestiegen bin. Das hätte ich jetzt wieder absteigen müssen. Und das ist immer ein bisschen nervig, finde ich, immer dieses Auf- und Abgesteige. Deswegen ist es besser, gleich unten zu bleiben. So. Erfüllt. Wo ist denn jetzt die Henne überhaupt? Henne. Warte mal. Bevor ich jetzt hier weitermache, gucke ich mal ganz fix nach der Henne. Händchen. Wo bist du? Oder war das im Stall? Hat er sie gesagt, sie ist im Stall? Da, nein, sie ist nicht im Stall. Verängstigt und fliegt davon. Du musst schneller sein. Ja, mein Huhn ist gerade weg. Ich weiß gerade nicht, wo sie hin ist. Muss ich wahrscheinlich tatsächlich mit dem Pferd machen. Weil zu Fuß bin ich da sicherlich zu langsam. Oder? Nein, ich habe sie gefangen. Sehr schön. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, du hast sie gefangen. Ich habe solche Bauchschmerzen vor Lachen. Warum? Das war doch gar nicht witzig. Oh, scheint so, als ob ich mein Gemo am Bein der Henne Samara etwas unter ihren kleinen Ausflug... Achso, er hat da so da etwas gelitten. Okay, ich bekomme ihn nicht an. Blödes Huhn. Ich weiß, dass du nicht versprechen kannst, ihn zu reparieren, aber es ist super nett von dir, dass du dich darum kümmern möchtest. Na, das mache ich doch sehr gerne. Komm schon, Dr. Mandy, wir schaffen das. Hilf mir das mal bei zu reparieren. Achso, jetzt muss ich mir die ganzen Sachen einsammeln hier, oder was? Benutze einen Schraubenzieher. Den habe ich sogar zufälligerweise jetzt im Inventar. Okay, ich bin bereit. Muss ich das machen? Ach so, muss ich das machen. Ist ja einfach. Sag ich jetzt. Es läuft gut. Die Operation ist in vollem Gange. Geschafft. Hier ist dein Gemo. Es hat nicht funktioniert. Oh, ja, tut mir leid. Wir halten am besten meine Schweigeminute ein für mein Gemo. Sei nicht traurig, Mandy. Okay, ich bin nicht traurig. Wie ich sage, ich habe eine Idee, wie der Gemo, wie man den Gemo rennt. Es gibt einen Zauberer. Oho, einen Zauberer? Okay. Er ist einer der besten Freunde, der dort lebt. Ein Einsiedler. Das ist doch der mit den Pferden, oder? War da nicht irgendwie der Einsiedler oder so? Er wird den Gemo bestimmt reparieren können. Okay, wenn du dich davor bist, reitest du nach links zum Rand der Klippe. Halte die Augen im Weg offen und Richtung Strand führt. Dort wohnt er. Na, gucken wir mal. Okay, links Richtung Strand. Also, okay. Da, wo es leuchtet wahrscheinlich. Okay, das machen wir doch gleich mal. Obwohl, nee, das machen wir später. Ich muss ja gleich schon wieder einen Cut machen. Schau dir nur an, Mandy. Was für schön und so weiter und so fort. Vielen Dank. Bitteschön. So, jetzt muss ich doch glatt mal gucken, was ich da für einen Sattel bekommen habe. Ist der? Nee. Ach, da. Naja. Naja. Für umsonst ist er doch ganz gut. So, in der nächsten Folge machen wir das mit den Einsiedlern. Was wir jetzt aber noch machen, ist mal ganz schnell
ein klein wenig die Insel auszukundschaften. Vielleicht sehen wir ja tatsächlich ein paar Pferde auf dem Weg. Die sollen ja hier wahrscheinlich irgendwie wohl rumlaufen oder so, habe ich gelesen. Ne? Ich habe die News gelesen. Ja, tatsächlich. Es ist ein normales Pferd. Ja, das ist ein Pferd mit Reiter. Die Insel erinnert mich so ein bisschen an Grönland oder sowas. Grönland, Herr der Ringe, Gedöns und das alles drum und dran. So ein wenig. Hier, Stonehenge. Aber Pferde sind jetzt hier gerade nicht zu sehen. Pferdchen, wo seid ihr? Kommt vielleicht tatsächlich erst, wenn man die Quest mit den Einsiedler gemacht hat. Ich laufe trotzdem mal so in die Richtung von denen. Dann kann ich mich nämlich ausloggen, da ich jetzt heute nicht gleich die nächste Quest weitermachen werde. Sondern tatsächlich eine kleine Pause einlege. Und hier irgendwo ist der Einsiedler. Na, wo ist er denn? Bisschen langsamer. Ich möchte nicht gerade irgendwo runterfallen jetzt wieder. Ups, Entschuldigung. Das war ein Stein. Ein Stein sollte es nicht sein. Schön hier. Ich meine, es ist ein bisschen einödig tatsächlich, finde ich. Aber dennoch ist es irgendwie schön. Komm jetzt nicht wieder auf den Weg zurück. Ah, gut. Alles klar. Weiter geht's. Weiter geht's. So, gibt es hier die Pferde zu sehen? Oder gibt es hier nur den Einsiedler? Jetzt bin ich gespannt. Es gibt hier die Pferde. Alles klar, die kann ich jetzt zwar noch nicht kaufen, aber ich glaube, es sind tatsächlich die Pferde, die man dann käuflich erwerben kann. Das Pony hier zum Beispiel. Hallo, Pony! Ja, was ist denn? Macht nichts. Alles gut. Und alle machen heute die Quest. Sehr schön. Ja, da warte ich doch tatsächlich mal, wenn hier ein bisschen weniger los ist. Es ist das einzige Pony hier. Es gab doch noch ein schwarzes. Mal gucken wir mal hier. Hier sind doch noch Ponys. Hier, wo der ganze Massenauflauf steht. Ja. Eindeutig. Hier ist noch ein helles. Oh, das sieht aber schön aus, das helle Pony. Und ist das da noch ein schwarzes oder gehört das jemandem? Sieht man gerade so schlecht, weil hier so viele Leute sind. Dann reiten wir doch einfach mal dazu. Nur einmal anschauen. Das hübsche, kleine, schwarze Pony. Ja, das ist es. Leider steht Alexia oder Aixa oder... Es gibt neue Namen, Star Stable. Ist euch das mal aufgefallen? Kann man leider nicht so wirklich schön sehen, weil die Mädels davor stehen. Ah, da! Einmal das Köpfchen. Aber ich finde das Helle ja auch wieder sehr schön. Oh, in den ich gerade drin stehe. Entschuldigung. So, jetzt können wir es nochmal sehen. Hallo. Ach, du bist ja ein ganz niedliches. Ah, wie schön. Jetzt haben wir doch nochmal die Ponys gesehen. Da bin ich wirklich am Überlegen, ob ich mir da mal eins kaufe. Ich weiß es noch nicht so genau. Gucken wir mal, was die Zeit bringt. Ich muss sowieso denn erst wieder ein bisschen sparen. Oder können wir da einfach eins adoptieren und kriegen dann eins? Ach, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen in der nächsten Folge vielleicht schon. Also bis später und auf Wiedersehen.